Also Leute, ich bin mal wieder allein unterwegs, heute ohne Jackie, und was soll ich sagen, also... Ja. Aha. Okay. Ja. Alles klar. Es ist Tom Cross. Der Typ ist einfach nur krass. Jo, heute gibt's mal wieder sowas wie eine Art kleinen Vlog. Und... ich möchte einfach noch mal ein paar Fragen beantworten, denn es wird sich immer wieder ein bisschen was ändern, was ich am Ende vom Video erzählen will. Viele haben mich gefragt, hattest du schon mal einen schweren Abschied? Und ich kann euch dazu sagen, passt auf, dass niemand hinter euch steht, um euch versehentlich das Bein zu stellen. Verlassen. Ich komm mit dir. Immer. Tschüss. Nein. Du kannst bei mir leben. Du kannst bei mir wohnen. Aber ich bin nicht glücklich. Nein. Was denn? Tom, Gott. Tom. Ich weiß, die Kamera liebt mich. Das ist gut. Die traurig. Es ist okay, Tom. Nein! Nein! Atta! 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 It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Oh, Alter, oh, du Junge. Oh, sorry, Alter. Geht's dir gut? Oh, Tom. So viel dazu. Und zwar möchte ich euch ganz kurz was sagen. Und zwar auf diesem Kanal wird sich mal wieder ein bisschen was ändern. Es ist ein Vlog-Kanal gewesen. Es verändert sich ständig was. Und ich bin schon wieder nicht zufrieden, denn irgendwie mittlerweile macht jeder Reviews. Es macht jeder Frage-Antwort-Videos, es macht jeder irgendwie Vlogs, und irgendwie reizt mich das schon wieder so nicht mehr. Und ich bin ja quasi dafür bekannt, dass ich Formate abbreche, wie andere ihre Unterhosen wechseln. Und ich wollte einfach mal wieder was Neues, denn es macht mir immer noch alles Spaß. Ich mag Anime-Manga nach wie vor, ich mag Reviews machen, ich mag vor der Kamera Sachen machen, ich mag mal lustig sein, mal ernst, mal so dokumentationsartig was machen. Und ich dachte mir, wieso kann man das alles nicht, ist da ein Fleck auf der Linse? Nee. Ich dachte mir, wieso kann man das alles nicht mal verbinden? Wieso muss ein Video immer auf einen Vlog, auf eine Review oder auf irgendwas begrenzt sein? Wieso kann man nicht viel mischen? Wieso versucht man nicht, bisherige Formate komplett wegzuschmeißen und sich ganz neue Konzepte auszudenken? Vom Sehen her, vom Feedback, von der Mitgestaltung von Zuschauern. Wieso ist man verpflichtet, plötzlich wöchentlich Videos machen zu müssen? Auf meinem anderen Kanal würde ich am liebsten Anime- und Manga-Trailer bringen, selbstproduzierte, zu unbekannten Serien, die ich geil finde. Hier würde ich gerne das, was ich gerade gesagt habe, sehr gerne bringen. Und zwar einfach, worauf ich gerade Bock habe. Es hat mit Anime und Manga zu tun, muss nicht immer nur. Wenn ich mal, ich möchte einfach irgendwie was machen, was es so noch nicht gab. Was Neues, was mir Spaß macht, wo ich in einer Sache viele Sachen ineinander ausprobieren kann. Da wird es jetzt bald was geben. Mein Konzept ist, dass ich keins habe. Es ist chaotisch wie immer, aber ich bin da was am Ausprobieren und davon bald mehr. Am Wochenende vom 27. und 28. Februar könnt ihr mich und Screenetic TV auf der T-Con in Würzburg antreffen. Wir sind an beiden Tagen dort. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt vielleicht doch nicht beide Tage im Cosplay gehe, weil sonst wird es mit dem Filmen ein bisschen eingeschränkt. Ja.
Soweit dazu. Vielleicht erstrahlt hier in alles in neuem Glanz. Vielleicht ist das, was ich mir vorstelle, von den Konzepten her gar nicht möglich. Ihr werdet es sehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Habt ihr Anregungen, Ideen? Wenn ich die Augen schließe, sehe ich Filme, Dokumentationen, Musikvideos, YouTube.